Ein Detachement des Kompetenzzentrums Veterinärdienst und Armeetiere im Außeneinsatz. Ich bin ein Veterinärsoldat, bin 16 Tageswoche. Momentan befinden wir uns auf einer Seuchenbekämpfungsübung. Hier auf diesem Betrieb ist eine fiktive Mau- und Klauenseuche ausgebrochen. Das ist sehr cool, weil man da ein darauf vorbereitet ist, wie es in einem echten Einsatz sein könnte. Um die Szenarien für die Soldaten so realitätsgetreu wie möglich zu gestalten, wird die Übung auf einem zivilen Landwirtschaftsbetrieb in Rapperswil bei Bern durchgeführt. Momentan sind wir in Desinfektion. Das ist die letzte Phase. Da streuen wir Virkonest über die Fläche, damit der Erreger abgetötet wird und der Betrieb dann als seuchenfrei erklärt kann werden. Veterinärsoldaten im Einsatz mit Maske und Schutzanzug. Bilder, wie wir sie auch im Zusammenhang mit Covid-19 kennen. Die Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus sind hier während der Seuchenbekämpfungsübung jedoch nur am Rande zu spüren. Ja, also jetzt in der Zone, wo wir uns hier befinden, nicht, weil wir sind in der Vollmontur, da kann Corona nicht weitergegeben werden, bestens ausgerüstet. Aber wenn wir uns in einer anderen Zone befinden, das ist in Grünen, dort arbeiten wir mit Mundschutzmasken, weil das ist Vorschrift, dass wir nur also 2 Meter nicht einhalten und dann ist Gefahr da und dann müssen wir mit der arbeiten. Systematisches Vorgehen und genau trainierte Abläufe innerhalb der Zonen. Nur so kann der Maul- und Klauenseuche-Erreger vollständig eliminiert werden. Ja, sicher, die Bütze erledige ich sehr gerne, weil am Schluss hat man ein Resultat, wo man sehr zufrieden sein kann. Es ist anstrengend zwar, aber für die Belohnung lohnt sich das, den Aufwand auf sich zu nehmen. Die Bekämpfung von Tierseuchen, ein wichtiger Aufgabenbereich für Veterinärsoldaten. Zurück in der Kaserne Sand bei Schönbühl, dem Sitz des Kompetenzzentrums für Veterinärdienst und Armeetiere. Hier werden Hundeführer sowie Train- und Veterinärsoldaten ausgebildet. Im Gegensatz zu den beiden tierbezogenen Funktionen wird der Veterinärsoldat bei allen Tierarten eingesetzt. Er assistiert den Tierärzten und betreut Tiere, welche Pflege benötigen. Also für mich ist es eine sehr grosse Leidenschaft, dass ich klein auf einem Bauernhof aufgewachsen bin. Kenne es mit Tieren zu arbeiten, vor allem jetzt mit Kühen, aber jetzt hier mit den Rossen. Es ist schon noch sehr interessant, einen neuen Fachbereich dazuzulernen und mit Hunden, ich sage, Tier ist ein Lebewesen, das ihm sehr viel umgeht und schon Wertschätzung wert. Die gemeinsame Leidenschaft für Tiere ist spürbar. Die Stimmung ist sehr gut, auch wenn wegen den Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus der gestaffelte Wochenendurlaub nur alle 2 Wochen stattfindet. So sieht er aus. Der Armeealltag zu Corona-Zeiten im Kompetenzzentrum Veterinärdienst und Armeetiere in Sand Schönbühl.